Jo, was geht ab, YouTube? Timo hier mit einer kurzen, aber doch wichtigen Info für alle unter euch, die wie ich gehypt sind auf die neue Season in Diablo 3. Denn wir haben hier was Interessantes, einen Blue Post von Filthy Rich, Community Manager bei Blizzard. Und somit ist das Ganze jetzt auch offiziell. Season 26 endet am 21. August, 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wer also noch nicht seine Season-Reise abgeschlossen hat, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Und in der Vergangenheit war das immer so, dass Blizzard im Laufe der folgenden Woche nach Ende der Season einen Patch auf die Server gehauen hat und dass wir dann bereits am Freitag nach Ende der Season in die neue Season reinstarten konnten. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass es diesmal wieder der Fall sein wird. Deswegen könnt ihr euch den 26. August schon mal im Kalender markieren. 5 Uhr natürlich wie immer Season Start. Natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt und es kann immer was Technisches oder Personelles dazwischen kommen. Dann wird sich das Ganze eine Woche verschieben auf den 2. September. Aber ich gehe zu 95% davon aus, dass es sich hier um den 26. August handeln wird. Sobald wir da was Offizielles haben, werde ich euch da aber nochmal informieren. Vor allen Dingen auch in Sachen Herausforderungen, die wir brauchen, um die Season-Reise abzuschließen. Was gibt es für Belohnungen in Sachen Pets und Porträtrahmen? Da werdet ihr definitiv nochmal von mir hören. Bis dahin haue ich noch Builds für die stärksten Klassen im Game raus. Und es kommen auch noch Leveling-Guides für jede Klasse. Also checkt das aus, wenn es euch interessiert. Jetzt war es das erstmal von meiner einer. Ich sage danke für eure Zeit und wir sehen uns dann im nächsten VOD oder bei Twitch. Peace!